Herzlich willkommen zu unserem WWSC Teams Talk, der Sprechstunde zum Thema Serverinfrastruktur. Heute geht es um Azure Stack HCI und zwar um den Aufbau eines Hyperconverged Infrastructure Clusters mit Windows Server 2019, Data Center und Storage Spaces Direct. Mein Name ist Manfred Helber und dieser Webcast ist Teil einer Serie von 44 Themen, die wir festgelegt haben, die wir in den vergangenen Wochen und auch in den nächsten Wochen bedienen werden, die wir bereitstellen. Und das geht quer durch die Windows Server Thematik, aber auch Microsoft 365 und auch eine Partner-Support-Sprechstunde haben wir. Das Ganze baut aufeinander auf. Das heißt, ich werde heute nicht alle Dinge zum Thema Storage Spaces Direct nochmal erklären, sondern da hatten wir ja schon zwei vorausgehende Termine. Einmal haben wir über die Grundlagen gesprochen, was ist es überhaupt, und einmal über die Hardware-Anforderungen. Und heute werden wir das vertiefen, indem wir davon ausgehen, wir haben die Kenntnisse der beiden vorherigen Termine, wir haben die Hardware-Anforderungen passend gewählt und die passende Hardware ausgewählt und konfigurieren das Ganze. Jetzt, wer jetzt sagt, oh, das sind jetzt aber Dinge, die ich verpasst habe, ihr könnt jederzeit auf dem YouTube-Kanal vom Sven oder von mir diese Aufzeichnungen nochmal anschauen. Da laden wir das immer hoch. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, ist aber immer am gleichen Tag noch. Das heißt, ihr würdet einfach dort auf den Kanal gehen von Sven oder von mir. Am besten beide abonnieren, dann verpasst ihr nichts und ihr würdet dort dann letztendlich die Aufzeichnung einsehen können und abrufen können. So, damit zu unserem heutigen Thema. Aufbau eines Hyperconverged Infrastructure Clusters mit Windows Server 2019 Data Center. Und ihr erinnert euch vielleicht, ganz anderes Thema. Wir haben Hyper-V Replica uns angeschaut, als es um Hyper-V ging. Das ging mit der Standard Edition. Da waren wir mit Windows Server 2019 Standard unterwegs. Wir haben uns angeschaut Hyper-V Cluster. Da habe ich bewusst eine Standard Edition gewählt, auch in den Live-Demos, die wir dazu gemacht haben. Traditionellen Cluster mit iSCSI-Storage haben wir dort aufgebaut. Das heißt, dort waren wir auch mit der Standard Edition unterwegs. Das heißt im Prinzip, alles, was wir bisher so in den Live-Demos gemacht haben, ging in einer Standard Edition. Und jetzt kommen wir zu Storage Spaces Direct. Und bei Storage Spaces Direct sind wir bei einem Feature, was es exklusiv nur in der Data Center Edition gibt. Das heißt, das ist jetzt nicht so, weil ich mich dazu entschieden habe oder weil wir jetzt hier mehr VMs betreiben wollen, sondern Storage Spaces Direct, was wir jetzt gleich konfigurieren, gibt es tatsächlich ausschließlich nur in der Data Center Edition. Vom Aufbau her haben wir das schon mal besprochen. So eine Minimalkonfiguration könnte so aussehen, dass wir zwei Serversysteme haben. Da haben wir Kapazitätslaufwerke und Cache-Laufwerke. Es wäre auch ein Flash-Only denkbar. Und wir haben eben kein zentrales Storage mehr, sondern das Storage wird durch einen Software-Defined Stack letztendlich abgebildet und unserem Workload zur Verfügung gestellt, was typischerweise virtuelle Maschinen sind. Das würde dann so aussehen, dass wir unsere Serversysteme haben mit den lokalen Laufwerken und unsere virtuellen Maschinen können aktiv auf beiden Knoten laufen. Das heißt, beide Knoten stellen das Storage zur Verfügung, beide Knoten haben Zugriff auf das Storage und wir haben aber lokal in den Knoten die Laufwerke verbaut für das Thema Storage Spaces Direct. Das ist das, was wir heute machen wollen, auch in der Zwei-Knoten-Konfiguration. Ich habe da schon ein paar Dinge vorbereitet. Der erste Punkt ist, in dem Hyperconverged Infrastructure Stack von Microsoft bräuchte man eine validierte Partner-Hardware. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Da gibt es sehr viele Hersteller und die Frage ist natürlich, welche validierte Partner-Hardware würde ich nehmen? Deswegen ist es heute so, dass ich mit virtuellen Maschinen arbeiten werde. Da sind wir neutral, aber die benötigten Schritte sind genauso. Beim nächsten Termin geht es ja um die Administration und bei der Administration gibt es ein paar interessante Erweiterungen, je nachdem welche Hardware nutzen. Da werde ich dann tatsächlich mit physischen Servern arbeiten, mit ein paar unterschiedlichen Herstellern, dass wir das nicht zu sehr auf einen fokussieren, aber natürlich können wir uns da nicht alle anschauen. Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir haben eine Azure Stack HCI zertifizierte Hardware. Hyper-V, Storage Spaces Direct und Software Defined Networking sind die Komponenten. Hyper-V habe ich auf den Servern schon installiert. Installiert, die wir gleich nutzen, denn dazu hatten wir ja auch schon einen Termin. Wir hatten einen Termin zu den Grundlagen von Hyper-V,
War irgendwie vor 2 Wochen ungefähr. Haben wir auch aufgezeichnet, gibt es auf YouTube zum Abruf. Und da hatte ich dann im Video auch Hyper-V installiert und konfiguriert und die Netzwerke konfiguriert. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Und auch ein Windows Admin Center gibt es schon. Das Windows Admin Center werden wir heute nur nutzen, weil ich möchte niemanden verschrecken und alles über die PowerShell machen, sondern mein Ziel ist heute, dass ich alles, was über die grafische Oberfläche Stand heute geht, über die GUI mache. Und naja, die Dinge, die ich über die PowerShell mache, die gehen nur dort. Sollte ich mal was über die PowerShell machen, obwohl es auch eine GUI-Option gibt, dann erkläre ich das dazu, dann sage ich euch das. Damit ihr seht, es geht mit wenig PowerShell, aber es geht nicht ohne PowerShell. Umgekehrt könnte ich aber alles, was ich heute zeige, auch mit der PowerShell machen. Also wenn ihr sagt, das ist ja total umständlich, dann nimmt ihr drei verschiedene grafische Tools und die PowerShell, dann könntet ihr alles über die PowerShell machen. In Zukunft werden wir alles über das Windows Admin Center machen können. Das geht aber heute noch nicht. Heute ist es so, dass ich das Einrichten anderweitig machen muss und die Administration kann ich dann im Windows Admin Center machen. Das heißt, ich muss mindestens zwei Tools nehmen, wenn ich so mache, wie ich es jetzt gleich tun möchte, dass ich den Fokus habe, zu zeigen, es gehen auch viele Dinge in der GUI, dann brauche ich sogar mehrere Tools. Das wird in Zukunft in der einheitlichen Oberfläche dann sein. Was wir uns nicht anschauen, ist die Konnektivität zu den Azure Hybrid Services. Das ist ja etwas, was Microsoft dort immer mit positioniert. Das ist aber überhaupt nicht notwendig für Storage Spaces Direct und Azure Stack HCI. Trotzdem ist es technisch sehr interessant. Deswegen ist unser übernächster Termin zu dem Azure Stack HCI-Thema darauf ausgelegt, dass wir uns die Azure Hybrid Services anschauen, wie wir die hier rein konnektieren. Das heißt, da haben wir einen eigenen Termin dafür. Heute blenden wir das einfach aus. Naja, und damit bin ich mit den Vorbemerkungen auch schon durch und wir starten direkt in die Live-Demo hinein. Wir schauen uns mal direkt an, was ich uns hier vorbereitet habe. Ich sagte, wir machen es heute mit virtuellen Maschinen, einfach deswegen, weil wir das Grundkonzept uns strukturiert anschauen wollen und weil das mit virtuellen Maschinen ganz gut funktioniert. Wir wissen ja, es gibt in virtuellen Maschinen auch eine Nested Virtualization. Das heißt, ich habe in dem S2D Node 01 und 02 selbst auch wieder Hyper-V aktiv. Es ist nur so, dass ich hier halt nicht die Hardware von einem spezifischen Hersteller habe. Ich habe hier nicht spezifisch eine Intel oder eine AMD-Plattform. Ich habe nicht spezifisch eine Maschine von Hewlett Packard Enterprise, Dell, Lenovo, Fujitsu, Blue Chip, Extra Computer, Thomas Krenn oder sonst jemanden, sondern ich habe hier eine, ja, sagen wir mal, neutrale virtuelle Hardware. Mein Server, der da unten drunter liegt, ist ein Intel-basierendes System. Das heißt, wir sehen in der VM dann doch wieder ein Intel-Feature-Set, aber das ist nur am Rande. Das würde mit einer AMD-basierenden CPU genauso gut gehen. Und wer bei dem Hardware-Thema dabei war, der hat ja da sogar mitgekriegt, dass AMD da im Moment leistungstechnisch extrem spannend ist und auch noch eine kosteneffiziente Option darstellt. Was meine Server haben, diese Knoten, Node 01, Node 02, diese zwei werden wir jetzt gleich verwenden, um Storage Spaces Direct zu konfigurieren. Die haben zwei Netzwerkinterfaces, das ist so die Minimalkonfiguration. Da müssen wir aber schauen, oh, das hier ist noch gar nicht konnektiert. Das würde dann bei der Validierung hier zu einer Warnung führen, weil er sagt, Moment, du hast da nur eine Netzwerkverbindung zwischen den Servern. Das ist dein Single Point of Failure. Das heißt, was ich hier letztendlich mache, ich habe hier eine zweite Netzwerkverbindung vorbereitet. Die konnektiere ich einmal und werde aber dafür ganz kurz einen zweiten Switch anlegen. Das wollen wir ganz kurz trennen, dass es da keine Probleme gibt. Da machen wir in dem Virtual Switch Manager einen neuen virtuellen Switch, dass wir das isoliert haben und den nennen wir wie die Demo-Umgebung D110 Cluster 01. Das ist nämlich genau das, was ich da jetzt ja plane zu machen. Da haben wir jetzt eine Verbindung zwischen den Knoten. Ich erkläre es dann in der virtuellen Maschine auch gleich nochmal. Also da wollen wir das zweite Netzwerkinterface ranhängen an den Cluster 01 hier letztendlich. Was uns auch auffällt, jeder dieser Server hat mehrere Laufwerke. Das schauen wir uns auch gleich aus der VM heraus nochmal an. Und zwar hat der ein Laufwerk, auf das das Operating System installiert ist.
Und er hat vier Laufwerke, wo wir letztendlich dann die Kapazität nutzen für Storage Spaces Direct. Diese vier blau markierten Laufwerke, je Server, zwei Stück habe ich, die werden dann letztendlich meinen Speicherplatz für Storage Spaces Direct zur Verfügung stellen. Da werdet ihr jetzt sagen, das sind ja Festplatten, geht ja gar nicht. Ist richtig, das hatten wir beim Hardware-Termin geklärt. Eine Disk-Only-Konfiguration gibt es nicht, sondern das sind, wenn wir mal von Persistent Memory absehen, der noch schneller ist, die möglichen Konfigurationen von Laufwerken, die supported sind. Da steht immer ein Oder dazwischen, das heißt, alle Server müssten identisches Disk-Layout haben, aber da ist jetzt kein Bildchen, was vier Festplatten hat. Jetzt zur Erläuterung nochmal, bei mir geht es ja um virtuelle Maschinen, die ich hier nutze. Das heißt, die haben ja sowieso nicht ein physisches Hard Drive. Das heißt, was da technologisch dahinter liegt, sehen wir an der Stelle ja gar nicht. Ob das eine SSD ist oder eine NVMe oder eine drehende Platte oder ein RAID-Set, das ist ja da schon mal verdeckt, sondern das sind ja VHDX-Dateien. Und der VHDX, der kann ich dann letztendlich, wenn ich es im Betriebssystem steuern will, mitgeben, ob das eine Festplatte oder eine SSD sein soll, weil die Leistung kommt bei mir aus dem, was physisch da entsprechend unten drunter liegt. Jetzt ist der Grund, warum das trotzdem nutzbar ist, Storage Spaces Direct erkennt schon seit über 2 Jahren, wenn es in einer virtuellen Maschine konfiguriert wird. Anfangs, als Storage Spaces Direct im Windows Server 2016 ganz neu war, musste man da immer noch ein bisschen manipulativ eingreifen. Jetzt ist es so, dass der beim Konfigurieren von Storage Spaces Direct erkennt, ah, ich bin in einer virtuellen Maschine und da gibt es verschiedene Ausnahmeregeln. Das werden wir jetzt heute gleich sehen. Ich könnte das übrigens auch mit einer physischen Hardware so machen. Wenn ihr also Server hättet mit nur Festplatten, könntet ihr genau das Gleiche machen, was ich jetzt tue. Es wäre aber nicht supported. Damit supported ist, brauche ich eine der hier dargestellten minimalen Drive-Konfigurationen. Und was neu dazukommt, was wir dann in der zweiten Bildschirmseite bräuchten, wäre die Möglichkeit, natürlich auch noch Persistent Memory zu nehmen, also RAM-Module, die nicht flüchtig sind entsprechend. Gut, wir gehen zurück in die Live-Demo. Ich schalte nochmal um. Und wir wollen dort jetzt mit der Konfiguration starten. Das ist unser Ziel. Beziehungsweise, bevor wir jetzt dann gleich konfigurieren, schauen wir einmal uns so eine Maschine an. Ich gehe mal auf den Knoten 1. Da möchte ich mich drauf verbinden, S2D Node 01, um euch zu zeigen, was ich dort vorbereitet habe. Denn ich hatte ja schon gesagt, die Dinge aus den vorherigen Terminen, die setzen wir mal als bekannt voraus. Was habe ich schon gemacht? Der Rechner ist schon in meiner Domäne, mhdemolab.de. Da haben wir demnächst auch einen Termin, wo ich zeige, wie das Ganze aufgebaut wird. Der hat schon Rechnernamen. Das ist ein Windows Server 2019 Data Center, der ist aktiviert. Der hat bei mir 8 GB Memory, das wäre nicht supported. Mein Host hat in Summe, wenn ich mir das angucke, zwar genügend Speicher, da habe ich 256 GB Memory und ich habe da auch noch 124 frei. Ich könnte dem also mehr RAM geben. Da haben wir jetzt aber für diese Live-Demo keinen Vorteil entsprechend. Was wir berücksichtigen müssen, wir brauchen ja, wenn wir einen Hyper-V-Host betreiben, und das ist ja Hyper-Converged, das heißt, das ist gleichzeitig der Hyper-V-Host, brauchen wir Speicher für die Host-Reserve. Wir brauchen Speicher, je nachdem, wie viel Cache wir haben, zusätzlich für das Hosten der Metadaten. Und dann brauchen wir natürlich RAM für das Ausführen der virtuellen Maschinen. Also typischerweise wird so ein Host, wo wir Storage Spaces Direct ausführen, mindestens 64 GB Memory haben. Die mir bekannten zertifizierten Systeme haben alle auch mindestens 64 GB Memory, gerne mehr. Ja, wir können da im Host-Stand heute bis zu 24 TB Memory haben, wenn wir eine passende Hardware finden. Das heißt, der Windows Server würde das unterstützen. Jetzt, was habe ich an Rollen schon installiert? Wenn wir hier mal auf Rollen und Features gehen, ich habe vorab schon installiert Hyper-V. Das mache ich, weil es eine Hyper-Converged-Option werden soll. Dann habe ich bei den File and Storage Services installiert die Datendeduplizierung. Und ja, das darf ich. Das ist zwar eine zusätzliche Komponente, aber ich installiere nicht den Server als klassischen File-Server. Ich werde auf dem später auch keine klassischen File-Shares bereitstellen, sondern ich nutze die Datendeduplizierung nur, um optional manche oder alle Volumes zu deduplizieren, auf denen meine virtuellen Maschinen liegen.
Darf ich tun, hat keine negativen Auswirkungen auf die Lizenzierung, wäre bei der Data Center Edition sowieso nicht relevant, weil wir unlimitiert viele virtuelle Nutzungsrechte haben, aber es hat vor allem auch keine Auswirkungen in negativer Form auf den Support. Was ich auch installiert habe, Failover Clustering, das brauchen wir, weil die Grundlage wird ein Cluster sein. Das hatte ich schon erzählt, als wir unseren Cluster aufgebaut haben. Das machen wir heute nochmal im Schnelldurchlauf. Ich werde nicht nochmal alle Einzelheiten erzählen. Und das Data Center Bridging habe ich installiert. Data Center Bridging ist eine Komponente, wo wir kurz drüber reden müssen, weil im erläuternden Text nebendran steht, dass wir das benötigen, wenn wir zum Beispiel RDMA over Converged Ethernet betreiben. Also ROCE, RDMA over Converged Ethernet. ROCE würden wir zum Beispiel machen, wenn wir die Netzwerkkarten der Firma Mellanox verwenden oder der Firma Broadcom. ROCE wäre auch eine Option. Intel hat, glaube ich, eine Karte angekündigt bei Cavium bzw. Marvell, was es jetzt ja ist, gibt es eine Karte, die lässt sich von RDMA und iWarp hin und her schalten. Das heißt, das hängt ein bisschen von meiner Konfiguration ab. Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das Data Center Bridging, ich habe es hier mal installiert, dass wir sehen und auf jeden Fall drüber sprechen. Ihr werdet hier keine Komponente Storage Spaces Direct finden. Weil Storage Spaces Direct ist etwas, was wir aktivieren, wenn wir ja letztendlich einen Cluster aufgebaut haben. Das heißt, bei Aufbau des Clusters entscheiden wir erst im zweiten Schritt, welche Storage wollen wir verwenden. Wollen wir verwenden ein Storage, wie wir es bei unseren letzten beiden Cluster-Terminen gemacht haben, mit iSCSI oder Fiber Channel, oder wollen wir ein Storage über die lokalen Laufwerke mit Storage Spaces Direct? So, das habe ich installiert. Und dann könnten wir jetzt mal in die File in Storage Services reinschauen und dort auf die Storage Pools. Da gibt es ja diesen Primordial, was so viel heißt wie ursprünglich, noch nicht benutzt, initial. Und da sehen wir, dieser Server hat vier Laufwerke. Die sind jeweils 4 Terabyte Bruttokapazität. Und die haben jetzt ein MediaType Unknown. Sollte euch das bei Hardware passieren, dass ihr hier ein MediaType Unknown habt, dann ist an der Stelle erstmal Schluss mit der Konfiguration und ihr müsstet klären, warum steht denn da Unknown. Das könnte zum Beispiel sein, dass wir eine andere Firmware auf dem Controller brauchen. Das könnte auch sein, dass wir fälschlicherweise einen RAID-Controller anstelle eines Hostbus-Adapters haben. Da gibt es manchmal Verwirrung, weil es gibt Hersteller, die haben Universal-Controller. Die können von einem RAID-Mode in einen HBA-Mode geschaltet werden und umgekehrt. Von daher, MediaType müsste uns hier die tatsächlichen Laufwerke anschauen. Da gibt es SSD, da gibt es HDD und ihr müsstet das letztendlich abgleichen mit eurer physischen Hardware. Solltet ihr ein Azure Stack HCI zertifiziertes System haben und dort steht MediaType Unknown, dann solltet ihr dringend auf euren Hersteller zugehen und sagen, lieber Hersteller, dein System ist zertifiziert, ich sehe aber hier ein MediaType Unknown, was stimmt denn da nicht? Hast du vielleicht versehentlich mein System mit einer neueren oder älteren Firmware-Version ausgeliefert? Wo hakt es denn? Denn bei einem zertifizierten System darf das so nicht passieren. Kann aber natürlich passieren, wenn ich ein Build Your Own habe und das mit der virtuellen Maschine hatte ich ja erklärt, wo wir einen Sonderfall haben. Und das gleicht ihr ab mit euren tatsächlichen Laufwerken. Schaut ihr, dass alle Laufwerke drin sind, schaut ihr auch, dass alle Mediatypes entsprechend drin sind. Wenn ihr eine NVMe habt, dann haben wir den Sonderfall, dass der Bus hier nochmal ein anderer ist. Bei mir hängt alles am SAS-Bus, aber es gibt natürlich auch den PCI Express-Bus. So, jetzt haben wir hier eine Frage. Bei iWarp wird also Data Center Bridging nicht benötigt. Kann man es trotzdem installieren, falls man später ROCE nutzen will? Ich glaube nicht, dass ich von iWarp auf ROCE umstelle, weil ich keine aus meiner Sicht Vorteile habe. Also da können wir jetzt lange diskutieren, wollen wir nicht tun, da müssten wir eine tagesfüllende Session zum Thema Networking machen. Für mich sind iWarp und ROCE gleichwertig, nicht zum Vorteil und Nachteil eines der beiden, sondern wenn ich weiß, wie ich ROCE konfiguriere, ist es auch nicht komplizierter, was immer behauptet wird. Es ist allerdings so, für ROCE muss ich Data Center Bridging nutzen,
Für iWARP kann ich mit Data Center Bridging arbeiten, weil durch den Einsatz von Data Center Bridging habe ich die Möglichkeit, meinen Netzwerk-Traffic zu priorisieren. Das heißt, es ist nicht mehr jedes IP-Paket gleichwertig, sondern es gibt höherwertige und es gibt weniger hochwertige Datenpakete und entsprechend kann der Traffic priorisiert werden. Und das kann ich auch mit iWARP machen. Bei iWARP ist das optional. Bei Rocky muss ich es tun und deswegen stand da auch im Text drin, ist für Rocky erforderlich. Natürlich hätte man dazu schreiben können, darf man auch bei iWARP installieren und auf jeden Fall, also sollte das Szenario, was ich mir nicht vorstellen kann, geben, dass ich sage, ich will das später aktivieren, wäre aber ein gewisser Umbau, weil um das Data Center Bridging zu konfigurieren, brauche ich netzwerkkonfigurationstechnisch vom Windows her ein paar Änderungen, darf ich es installieren. Ich habe es bei mir ja auch installiert, obwohl ich das in der virtuellen Maschine gar nicht verwenden werde, weil in meiner virtuellen Maschine ich ja auch keine Rocky-Unterstützung habe. So, jetzt haben wir die Laufwerke, wir haben die Disks gesehen und jetzt wollen wir loslegen. Der erste Schritt für Storage Spaces Direct ist, dass wir ein Cluster konfigurieren. Also ich gehe mal in den Failover Cluster Manager. Haben wir schon mal gesehen, deswegen mache ich es ein bisschen flotter. Ich könnte das auch in der PowerShell machen, natürlich, aber ich hatte ja versprochen, alles, was in der GUI geht, machen wir in der GUI. Und es gibt dort ein Validate Configuration. Da werde ich meine beiden Knoten jetzt mal hinzufügen. Das ist der 110 S2D Node 01, den ich dort drin haben möchte, und der S2D Node 02, ah, den 01 haben wir schon, der 02er. So, jetzt wichtig bei den Tests haben wir einen Test, der nicht standardmäßig ausgewählt ist, nämlich der Test, das wollte ich hier gar nicht öffnen, nämlich der Test zum Thema des Storage Spaces Direct. Deswegen wähle ich hier Run Only Tests I Selected. Und da wähle ich Storage ab und Storage Spaces Direct an. Das ist die Kombination, die ich hier wähle. Storage will ich nicht testen, weil ich nicht plane, irgendwie iSCSI oder Fiber Channel zu konnektieren. Storage Spaces Direct möchte ich testen. Wer die Zeit stoppt, wird feststellen, diese Validierung geht sehr viel schneller als beim letzten Mal, weil er nicht irgendwelche Disks on und offline schalten muss. Ich schalte hier mal kurz meine verstärkte Sicherheitskonfiguration für den Browser aus. Und wir werden sehen, der Test läuft sehr viel schneller durch, weil das Prüfen der lokalen Laufwerke viel, viel schneller geht, wie wenn dort iSCSI oder Fiber Channel Laufwerke der Reihe nach online und offline geschaltet werden müssen. So, hier muss man nicht erschrecken, wenn hier mal eine Zeile in Gelb oder in Rot drin steht. Also da steht ja nur, der bestimmte Test wurde durchgeführt. Hier steht gar nicht, ob der Test erfolgreich war oder nicht. Also ich kann hier grüne Zeilen haben und hinterher dann trotzdem noch eine Warnung oder einen Fehler. Bei mir sollte es ganz gut ausschauen. Also ich habe versucht, in dieser Maschine alles korrekt zu konfigurieren. Wir haben jetzt vorhin auch noch kurz an das Netzwerk gedacht, dass wir dort redundante Verbindungen haben. Was bei mir sein könnte, dass eine Warnung auftaucht wegen unterschiedlichem Patch-Level. Das hat jetzt nichts mit Storage Spaces Direct zu tun, sondern ganz allgemein mit dem Thema Clustering, dass es hier ja die Situation gibt, sehen wir ja auch, da ist er gerade unterwegs beim Validieren der Software-Update-Levels, dass er dort letztendlich schaut, sind denn die auf dem gleichen Patch-Stand, passt dort alles, ist das in Ordnung. Wenn wir einen unterschiedlichen Patch-Level haben, seit Windows Server 2012 Release 2 kein Weltuntergang mehr, seit Windows Server 2016 dann durchaus denkbar. Jetzt ist es bei mir so, mein Cluster hat hier letztendlich eine IP-Adresse, Entschuldigung, ist noch gar kein Cluster, meine Clusterknoten haben eine IP-Adresse, die per DHCP zugewiesen wurde. Die haben also einen Zugang zum Internet letztendlich, das heißt, die kämen sogar raus, die hätten sogar einen Zugriff auf extern. Naja, und da guckt er jetzt, wie es mit unserem Software-Update-Level letztendlich ausschaut. Lassen wir ihn noch kurz machen. Was ich jetzt schon mal vorbereite, ich bereite schon mal vor eine PowerShell-Sitzung. Dazu nehme ich die PowerShell ISE und ich führe die als Administrator aus. Denn wenn unser Cluster konfiguriert ist, müssen wir ihm mitteilen, jetzt möchten wir bitte mit Storage Spaces Direct fortfahren,
Naja, und das geht im Moment nicht in der grafischen Oberfläche. Microsoft arbeitet an einem Assistenten und während die Validierung läuft, kann ich das mal ganz kurz zeigen. Dieser Assistent wird im Windows Admin Center zur Verfügung gestellt werden und in diesem Assistenten, wenn wir uns dort mal einloggen, gibt es dann die Möglichkeit, eine Cluster Creation. So heißt der Assistent Create Cluster oder Cluster Creation Assistent. Das heißt, ich nehme das ja im Webbrowser geöffnete Windows Admin Center, gehe dort auf die Cluster Creation und in der Cluster Creation gibt es dann letztendlich mehrere Optionen. Es gibt ein Hyperconverged, das ist genau das, was wir gerade aufbauen. Es gibt ein Hyperconverged mit Software-Defined Networking. Software-Defined Networking ist ja auch Teil der Data Center Edition und dort würde dann das Software-Defined Networking mit deployed. Es gibt aber auch einen klassischen Compute-Cluster, den wir deployen können. Cluster ist ein Storage-Cluster oder Compute-Cluster plus Software-Defined Networking und ein Failover-Cluster, wo ich dann vielleicht eine andere Applikation oder einen anderen Workload ausführe, ist auch geplant. Naja, jetzt ist es so, dieser Assistent, der funktioniert noch nicht durchgängig. Da gibt es zwar schon verschiedene Demos von Microsoft, wo der nutzbar ist, der ist aber noch in einer Vorab-Version. Das ist noch eine, ja, ich sag mal, Alpha- oder Beta-Version. Das ist eine Preview-Version, wie wir es in der modernen sagen würden. Das heißt, es ist noch Zukunftsmusik. Wir müssen es also entweder komplett über die PowerShell machen oder so wie ich es gerade tue, über die grafische Oberfläche und dann letztendlich ergänzt über Aktionen in der PowerShell. So, jetzt gucken wir mal, was mein Cluster-Validierungsassistent hier macht und er sagt, ah ja, das schaut ganz gut aus, Testing has completed successfully. Ich möchte mir aber doch mal kurz den Report anschauen. Im Report möchte ich sehen, ob wirklich alles passt. Und dann sehen wir, naja, hier Success. Jetzt, wenn ihr Hyper-V-Configuration-Problem habt, ja, solltet ihr korrigieren. Inventory, da könnte es eventuell mal Abweichungen bei der Hardware geben oder bei dem hier System-Configuration, Software-Stand. Wo ihr aufpassen müsst, ganz wichtig, Storage Spaces Direct. Hier solltet ihr ganz, ganz kritisch auf alle Warnungen und Fehler schauen. Denn bis hierher kann man nicht viel falsch machen. Und bis hierher ist es so, dass das auf einem zertifizierten System, auf einem Azure Stack HCI zertifizierten Hardware, alles grün sein sollte. Wo kann ich einen Fehler machen? Ich habe das Betriebssystem installiert, kann nicht viel schief gehen, muss ich Data Center nehmen. Gut, ich könnte bei der Netzwerkkonfiguration Fehler machen. Das ist jetzt das Thema Rocky oder IWARP, da gibt es Unterschiede. Da zeige ich aber gleich noch was zu einem Network Deployment Guide. Naja, jetzt gerade hier bei den Disks for Storage Spaces Direct, da ist ganz, ganz wichtig, dass die alle als kompatibel angesehen werden, dass es da nicht irgendwelche Probleme oder Einschränkungen gibt. Naja, ich möchte jetzt den Cluster erstellen. Create Cluster Now, Use Validated Nodes und über ein Finish wird der Assistent zum Erstellen des Clusters gestartet. Mein Cluster bekommt den Namen D110. S2DCL01, mein Storage Spaces Direct Cluster 01. Und ich will da kein Storage hinzufügen. Dieses Häkchen macht bei Storage Spaces Direct keinen großen Sinn, denn mein Storage existiert noch gar nicht. Ich habe im Moment lokale Laufwerke in den Servern. Meinen virtuellen Software Stack, den muss ich erst noch installieren und das machen wir gleich im nächsten Schritt. So, jetzt gehe ich auf Next. Ganze wird konfiguriert. Jetzt machen wir das gerade ja mit zwei Servern. Mit drei Servern oder vier Servern oder fünf Servern würde das ganz genauso gehen, nur dass wir dort die Situation hätten, dass wir einen ja, zwei, dritten oder vierten oder fünften Server in der Liste hinzufügen würden und somit würden diese Schritte, die wir gerade durchführen, etwas länger dauern. Das heißt, wir hätten ein paar zusätzliche Steps. Konfiguration war erfolgreich. Der hat mich jetzt nicht nach einer IP-Adresse gefragt. Ihr erinnert euch vielleicht, als wir einen traditionellen Cluster aufgebaut haben, hat er nach einer IP-Adresse gefragt. Die Schritte, die ich jetzt durchgeführt habe, waren genau die gleichen. Es ist allerdings so, wir sehen hier, ich habe diesmal DHCP aktiviert, weil es mir einfach nicht darum geht, welche konkrete IP hat der Cluster, sondern ich wollte hier relativ schnell durchkommen, um euch zu zeigen, so, wir haben jetzt einen ganz normalen, traditionellen Cluster. Dieser Cluster, der hat Rollen, noch nicht, der hat Knoten, zwei Stück, der hat kein Storage, ja, es gibt hier
Aktuell keine Disks, Pools. Wir haben hier nichts im Bereich Storage. Netzwerk haben wir noch nicht namenstechnisch angepasst. Das können wir aber jederzeit nachträglich tun. Was noch wichtig wäre, wir haben jetzt ja zwei Knoten und ihr erinnert euch an das Thema mit dem Zeugen. Und wir haben aktuell wieder die Situation, dass Knoten 1 und 2 jeweils eine Stimme haben könnten, aber aktuell hat der Knoten 1 keine Stimme. Damit sichergestellt ist, dass im Fehlerfall wenigstens eine 50% Chance besteht, dass der andere Knoten online bleiben kann, weil wir brauchen ja immer eine Mehrheitsentscheidung im Cluster. Jetzt haben wir bei unserem traditionellen Cluster eine Disk als Zeugen konfiguriert. Jetzt werde ich einen File-Share als Zeugen konfigurieren. Das heißt, ich gehe hier mal rein und ich möchte hier eine More-Action durchführen und da gibt es Configure Cluster Quorum Settings. Jetzt möchte ich die Advanced Quorum Configuration, also ich möchte in die erweiterte Konfiguration der Mehrheitsbildung hinein und dort zunächst mal beide Knoten sollen eine Stimme haben können bei der Cluster Abstimmung. So, und jetzt gibt es die Optionen des möglichen Zeugen. Disk Witness haben wir das letzte Mal gemacht. Der fällt aber weg bei Storage Spaces Direct, weil wir haben keine gemeinsam genutzten Disks. Ganz wichtig, sobald wir Storage Spaces Direct aktivieren, und das kommt jetzt direkt im Schritt nach Konfiguration des Zeugen, dürfen wir keine iSCSI oder Fiber Channel Laufwerke mehr an die Server konnektieren. Das heißt, der Server, der Storage Spaces Direct in einem zertifizierten Umfeld ausführt und damit supported ist, der darf keine iSCSI oder Fiber Channel Konfiguration aufweisen. Bin mir jetzt nicht sicher, wie eng das Microsoft dann sieht, aber ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also definitiv darf das dort nicht konfiguriert sein. Ich würde sagen, da darf noch nicht mal ein entsprechender Adapter drin sein. Also weder ein Fiber Channel Adapter noch ein iSCSI Adapter. Gut, jetzt könntet ihr einen Netzwerkadapter haben, der das auch kann, aber ihr dürft es nicht konfiguriert haben. Cloud Witness wäre über Azure, ist eine Möglichkeit. Da sage ich allerdings immer, Vorsicht, wenn mein Zeuge nicht erreichbar ist, dann habe ich wieder die Situation wie jetzt. Also nehmen wir an, der Zeuge wäre nicht da, dann nimmt der Cluster einem der beiden Knoten eine Stimme weg, um im Fehlerfall wenigstens eine 50% Überlebenschance zu haben. Wenn ich jetzt eine Internetleitung habe, die kalkulatorisch eine halbe Stunde am Tag vielleicht nicht mit der gewünschten Stabilität erreichbar ist, dann habe ich in der Zeit schon mal nicht die volle gewünschte Redundanz. Also Cloud Witness muss man sich gut überlegen. Für mich ist es prädestiniert für Szenarien, wo ich wirklich vielleicht zwei Brandabschnitte habe und sage, ich möchte meinen Zeugen sauber in einem dritten Brandabschnitt haben und ich habe zwei Rechenzentren. Wenn ich die Server schön nebeneinander stehen habe, wie es jetzt bei mir der Fall ist, und ich möchte einen Zeugen haben, dann nehme ich halt einen dritten, wo ich einen File-Share anlege. Und das ist genau das, was wir tun wollen. Wir wählen die zweite Option, Configure File-Share Witness. Das ist für mich die häufigste Option bei einem Storage Spaces Direct Cluster. Share soll werden mein Zeuge 0. 1, der lokale Pfad soll dort werden. Das schaut für mich hier schon mal ganz gut aus. Das nenne ich hier Zeugen. Zack, den verwenden wir. Und wir gehen jetzt hier nochmal über die schnelle Variante. Ich passe das hinterher dann an. Also ich denke, ihr versteht, worum es geht. Letztendlich sind es zu viel Berechtigungen. Administratoren haben vollständigen Zugriff, andere haben Lese- und Schreibeberechtigungen. Es würde reichen, wenn die beiden Knoten Lese- und Schreibeberechtigungen haben. Das passen wir im Nachgang an, dass wir das auch noch entsprechend auf die maximale Sicherheit konfigurieren. Schaut gut aus. Zeuge 01. Und wenn ich jetzt auf meine Knoten schaue, die Nodes hier, dann sehe ich super, jetzt haben beide eine Stimme. So soll es sein. Also die haben nicht nur ein Assigned Vote, sondern auch ein Current Vote. Und da war ja hier vorhin eine 0 gestanden. Jetzt geht es in Richtung Storage Spaces Direct. Und jetzt passiert was Interessantes. Wenn ich mir meine Server anschaue, die beiden Knoten, die sind ja beide identisch, und ich gehe auf die Storage Pools, jetzt sehe ich im Server Manager auch bei beiden hier
dieses Storage Pools, sehen wir, die haben beide ihre Laufwerke in diesem Primordial, also unbenutzt oder ursprünglichen Pool. Man sieht es auch nochmal sehr schön, wenn ich einfach nochmal die traditionelle Ansicht aufmache im Computermanagement und Diskmanagement, dann sehen wir, die Server haben lokale Laufwerke. Die sind nicht initialisiert, die sind unbenutzt, die sind leer, da sind keine Partitionen drauf. Die vier Laufwerke in den beiden Servern werden wir gleich verwenden. Mehr sind natürlich jederzeit möglich. Und jetzt kommt der Schritt, der wirklich nur über die PowerShell geht. Es gibt hier ein Enable-Cluster S2D. Man kann es auch ausschreiben, Enable Cluster Storage Spaces Direct, aber Cluster S2D ist fein. Wenn ihr jetzt sagt, na super, woher soll ich denn das wissen? Woher kenne ich denn die einzelnen Schritte, wie ich das konfigurieren soll? Da ist mein Tipp, geht auf docs.microsoft.com und dort gibt es unter Storage Spaces Direct einen Bereich Deploy Storage Spaces Direct. Und da sind alle Schritte, die ich jetzt gemacht habe, nochmal beschrieben, vielleicht ein bisschen umständlicher. Ja, da habe ich nämlich als erstes gleich mal die Installation des Betriebssystems. Dann wird mir erklärt, wie ich mich auf den Server verbinde. Gut, das weiß ich typischerweise. Dann wird über die PowerShell, der Artikel arbeitet komplett über die PowerShell, eine Remote-Session aufgemacht und es werden dort Berechtigungen gesetzt. Dann werden die Computer über die PowerShell zur Domäne hinzugefügt. Kann man machen, ja, muss man aber nicht. Ich habe das über die GUI gemacht. Dann werden über die PowerShell Rollen und Features installiert. Dann werden über die PowerShell Netzwerkkonfigurationen vorgenommen, Disks bereinigt und so weiter. Auch das Validieren des Clusters wird über die PowerShell gemacht. Jetzt hat die PowerShell natürlich den Vorteil, wenn ich einmal so ein Skript habe, dann kann ich das immer wieder durchführen. Wenn ich jetzt also nicht sagen würde, ich will euch in einer Stunde zeigen, wie die Zusammenhänge hier sind, sondern wenn ich sage, ich möchte in einer Stunde möglichst schnell Storage Spaces Direct konfigurieren und dann damit arbeiten, ist PowerShell genial, weil ich passe einfach mein Skript an. Tatsächlich ist es aber so, das würde laufen, weil ich es sicher mehrfach vorher getestet hätte und man würde nicht so sehr sehen, was die Einzelschritte sind. Spannend ist nämlich, was jetzt passiert. Wenn ich ein Enable Cluster S2D ausführe, dann sagt er mir jetzt, okay, da möchte ich ausführen. Es wird gleich eine Warning kommen, wo er sagt, er hat keine Cache-Laufwerke gefunden. Das ist richtig. Ich habe nur einen Laufwerkstyp. Ich habe sogar den Sonderfall, dass ich nur Festplatten habe, was ja für ein produktives System gar nicht supported wäre. Jetzt hat das Enable Cluster S2D verschiedenste Optionen, die wir nutzen können, wo wir manuell eingreifen können. Das machen wir nicht, sondern ich gehe davon aus, ich habe ein zertifiziertes System mit einer zertifizierten Konfiguration. Und dann macht mir das Enable Cluster S2D automatisch die Kapazitätslaufwerke und die Cache-Laufwerke, alle Poolable-Laufwerke, also alle Laufwerke, die für Storage Spaces Direct geeignet sind, werden in einen Pool aufgenommen. Da wichtig, es gibt nur einen Pool bei Storage Spaces Direct, bitte hinterher manuell keine eigenen anlegen. Und es wird mir letztendlich in meiner Konfiguration werden die passenden sogenannten Storage Tier Templates angelegt. Das zeige ich gleich noch. Und es wird mir das Volume für die Cluster Performance History angelegt. Das haben wir seit Windows Server 2019, dass wir hier auch Performance-Daten haben. Das passiert hier alles. Naja, das habe ich gemacht. Schaut erstmal gut aus. Jetzt schauen wir mal auf unsere Server drauf und ich mache mal bei Storage Pool einen Refresh. Da werden wir gleich sehen, jetzt gibt es ein S2D on D110 S2D CL01. Also der heißt standardmäßig immer S2D auf Name des Clusters. Diesen Primordial, den gibt es nicht mehr. Jetzt sind dafür alle meine Laufwerke in diesem Storage Pool drin. Und da ist was Interessantes passiert. Die haben jetzt einen Mediatype Harddisk. Das ist das, was ich vorhin beschrieben hatte. Storage Spaces Direct erkennt, ich bin in einer virtuellen Umgebung und damit wird ein Mediatype hier festgelegt. Wäre ich auf einer physischen Hardware, werden nicht plötzlich all meine Laufwerke zu Harddisks, sondern muss ein korrekter Mediatype da sein, dass das korrekt angezeigt wird. So, in meinem Server, der hat plötzlich keine lokalen Laufwerke mehr. Das ist interessant, weil die stecken da ja immer noch drin.
Wir haben vorher hier ins Computermanagement reingeschaut. Da waren diese vier Laufwerke zusätzlich in beiden Servern, die sind jetzt weg, obwohl die immer noch angeschlossen sind. Das liegt daran, die sind zwar immer im Server noch verkabelt mit dem lokalen Controller, aber es hat sich dort jetzt der Software-Defined Storage Layer dazwischen geschoben, unser Storage Spaces Direct, was letztendlich diese Laufwerke serverübergreifend in einem virtualisierten Pool zur Verfügung stellt. Das heißt, dieser S2D-on-Cluster-Name, der hat jetzt acht Laufwerke. Vier dieser Laufwerke kommen von Server 1 und vier dieser Laufwerke kommen von Server 2. Das ist also ein Mix, den wir hier haben. Software-defined, früher 2012 und 2012 R2, wo es das noch nicht gab, konnte ich auch sowas machen. Da nannte sich das aber nicht Storage Spaces Direct, sondern Storage Spaces. Und diese Storage Spaces, da konnte ich sowas mit Kabeln lösen. War super aufwendig und da musste ich externe Disk Enclosures verwenden. Aber wer sowas mal gemacht hat, der wird hier Parallelitäten erkennen. Jetzt gibt es aber die Kabel nicht mehr serverübergreifend. Zwischen den Servern haben wir nur das Netzwerkkabel. Naja, eigentlich sind wir jetzt fertig, aber wir werden gleich feststellen, ganz so wie wir es uns vorstellen, ist es noch nicht. Denn ich gehe jetzt mal ins Windows Admin Center. Windows Admin Center und Storage Spaces Direct schauen wir uns das nächste Mal schwerpunktmäßig an. Das heißt, das will ich jetzt heute nur ganz kurz nutzen, um euch etwas zu zeigen, was da einfach ein bisschen schöner zu visualisieren ist. Ich gehe hier mal auf Hinzufügen und ich füge mal meinen Windows Server Cluster hinzu. Und der Windows Server Cluster, der hat den Namen D110-S2DCL01. So haben wir den genannt. Jetzt möchte ich hier einen Account verwenden, den ich hier schon gespeichert habe. Software-Defined Networking möchte ich dort nicht konfigurieren und ich möchte die Verbindung herstellen mit diesem Cluster. Er fügt mir auch die beiden Clusterknoten hinzu, das ist wunderbar. Und er erkennt hier, wir haben den S2DCL01 Windows Server Cluster und ich verbinde mich da mal drauf. So, dann sehen wir bei den Volumes. Das ist ja, letztendlich kann ich im Moment nirgends Daten hinspeichern, weil ich habe einen Pool, aber ich habe keine Volumes. Wir haben ja gesehen, die Laufwerke auf dem Server, die sind hier weg. Der Speicherplatz ist hier auch nicht da. Ich habe den auch nicht irgendwie auf C unter Cluster Storage. Ja. Sowas haben wir ja das letzte Mal kennengelernt, als wir dann Cluster Shared Volume angelegt haben. Da ist aber nichts. Ja. Da ist kein Volume, was ich zur Verfügung habe. Und in meinem Windows Admin Center werde ich jetzt sehen, oh, im Windows Admin Center stimmt doch gar nicht. Da ist ein Volume. Das ist die Cluster Performance History, die wird dort aber nicht angezeigt. Die Cluster Performance History brauche ich ausschließlich dafür, dass ich letztendlich hier in den Ansichten eine Möglichkeit habe, von Stunde auf Tag, auf Woche, auf Monat, auf Jahr umzuschalten. Das heißt, da habe ich eine gewisse Historie, da kann ich also auch in die Vergangenheit blicken, kann dort Leistungswerte und auch entsprechend Zustände abrufen. Das wird bei Windows Server 2019 automatisch beim Aktivieren von Storage Spaces Direct angelegt. Gut, jetzt könnte ich hier ein Volume anlegen, erstellen. Ja, sieht gut aus. Und jetzt gibt es hier die Zwei-Wege-Spiegelung. Ist aber die einzige Option, die ich hier habe. Da sage ich, Moment, wir haben, als wir über Storage Spaces Direct und Azure Stack HCI gesprochen haben, geklärt, dass im Zwei-Knoten-Cluster bei Windows Server 2019 etwas herausragend Neues existiert, nämlich die Nested Resiliency. Weil stellen wir uns vor, ich würde eine Zwei-Wege-Spiegelung konfigurieren und ich würde jetzt einen Server neu starten. Und während er neu startet, nehmen wir an, der braucht 10 Minuten, um seine Windows-Updates zu verarbeiten, tritt auf dem anderen Server ein Fehler auf, eine Platte fällt aus, dann hätte ich ein Problem, weil ich habe mein Redundanzlevel unterschritten. Dürfte ich nicht tun oder müsste ich aufpassen, dass das nicht passiert. Und deswegen würden wir unbedingt die Nested Resiliency konfigurieren. Ist meine ganz, ganz dringende Empfehlung, geht aber hier nicht im Windows Admin Center. Geht aus mehreren Gründen nicht. Ich muss also nochmal zurück auf meinen Knoten und ich brauche weiterhin PowerShell, um meinem Cluster das beizubringen. Ich mache hier mal ein get-storage, sehr ja schön bei ja,
PowerShell, ich kann hier ins Get Storage anfangen zu tippen und dann sehe ich, es gibt ein Get Storage Tier. Also zeige mir die Storage-Ebenen an. Führe ich das mal aus, markiere das, führe aus und sehe bei Get Storage Tier, es gibt zwei Storage Tiers. Wir erinnern uns nochmal ganz kurz, ich habe nur einen Laufwerkstyp. Ich habe also nur Platten. Ich könnte im Extremfall aber haben Platten, SSD und NVMe. Dann habe ich hier mehr Storage Tiers. Was sehen wir hier? Ich sehe ein Mirror und HDD und ein Capacity. Mirror und HDD und Capacity sind technisch das gleiche. Hätten wir ein Windows Server 2016, dann würde hier nur Capacity stehen. Da wir ein Windows Server 2019 haben, haben wir Mirror und HDD, weil Microsoft dazu übergegangen ist, die Speicherebene zu nennen Redundanzlevel auf Laufwerkstyp. Hätten wir NVMEs und SSDs und Harddisks, dann hätten wir ein Mirror on HDD, wir hätten ein Mirror on SSD, wir hätten ein Parity on HDD und ein Parity on SSD. Zusätzlich hätten wir noch ein Capacity und Performance, das sind die alten Speicherebenen. Und wir hätten die NVMEs als Cache-Laufwerke. Das heißt, es kann bei euch anders ausschauen und ich zeige das nächste Woche, wenn wir auf den physischen Systemen arbeiten, nochmal, wo ich euch hier dann das vielleicht nochmal zeigen kann, dass es dort mehr Speicherebenen gibt. So, jetzt gibt es hier kein Nested Mirror. Ja, das existiert hier nicht. Deswegen, diesen müssen wir erst anlegen. Wie mache ich das? Ich kopiere hier mal was rüber. So, wir machen ein New Storage Tier. Das geht jetzt ein bisschen schnell. Machen wir hier mal einen Zeilenumbruch. Zack. New Storage Tier. Im Storage Pool, der mit S2D anfängt, der heißt ja S2D on irgendwas. Friendly Name ist Nested Mirror. Das ist die Empfehlung von Microsoft. Da muss ich sagen, ja, da sind wir schon ein bisschen wieder im alten Fahrwasser. Eigentlich müsste das bei mir Nested Mirror on HDD sein. Jetzt ist aber so. Wie ich den Friendly Name festlege, ist mir komplett alleine überlassen. Es ist bloß so, wenn ich die Empfehlung von Microsoft nehme, dann weiß ich, dass ich im Rahmen einer Versionsumstellung mitgenommen werde. Das meint, Microsoft wird mir meinen Storage-Tier, den ich nach Microsofts Empfehlungen konfiguriert habe, irgendwie migrieren. Habe ich einen eigenen Namen gewählt, dann muss ich mich da entsprechend vielleicht selbst drum kümmern. Resiliency Setting Name ist Mirror. Media Type ist HDD, passt bei mir, muss ich vielleicht in der Praxis auf SSD oder NVMe umstellen, je nachdem, was es ist. Number of Data Copies 4. Standardmäßig wäre im 2-Server-Konfiguration Number of Data Copies 2, bei 3 Servern Number of Data Copies 3. Wir machen jetzt eine lokale Spiegelung und serverübergreifende Spiegelung, deswegen Number of Data Copies 4. Jetzt, wenn ich ein Get Storage Tier mache, sehe ich, da gibt es plötzlich einen zusätzlichen. Da gibt es ein Mirror on, Nested Mirror, Media Type HDD. So, jetzt wird man sagen, super, jetzt haben wir den Tier angelegt, diesen also die Vorlage, wie ich die Daten hier speichern kann, dann kann das doch bestimmt jetzt das Windows Admin Center. Ja, und wir machen im Windows Admin Center sogar mal einen Refresh, also laden wir das komplett neu, dass wir hier dem Windows Admin Center nichts unterstellen an der Stelle. Ich gehe auf mein Cluster 01, wo wir vorhin waren. Wir sehen, es ist eine neue Session. Ich muss mich nochmal authentifizieren. Will ich für alle Verbindungen verwenden. So, und dann schauen wir wieder auf unsere Volumes im Windows Admin Center. Ich gehe aufs Inventar und sage, ich hätte gern ein neues Volume. Sehen wir 2-Wege-Spiegelung. Mensch, geht immer noch nicht. Dazu muss man wissen, Nested Resiliency ist aktuell komplett über die PowerShell zu konfigurieren. Das heißt, auch mein Volume lege ich hier an und das Volume mache ich auch über die PowerShell wiederum. Das bedeutet, ich kopiere mir das hier wieder rein. New Volume in dem Storage Pool S2D. Dieses Volume soll einen Namen haben. Ich nummeriere die mal logisch durch. Volume 01, Storage Friendly Name. Das soll als Vorlage den Nested Mirror nehmen. Das heißt, das, was dort definiert ist, also 4 Data Copies. Und hier lege ich die Größe fest, das ist nicht der sogenannte Footprint, was es später belegt, sondern das ist das, was ich dann für die Datenspeicherung nutzen kann.
Jetzt machen wir das mal. Zack, führen das aus. Sagen wir ein Volume 01. Es gibt so eine Empfehlung bei Storage Spaces Direct, dass wir ja je Server mindestens ein Volume haben, aber nur von der Anzahl her. Das heißt, auch wenn ich nur ein Volume erstelle, können beide Server aktiv arbeiten. Das heißt, jeder Server in meinem Cluster kann jetzt auf das Volume 01 zugreifen. Ich habe aber eine etwas höhere Performance und eine bessere Skalierbarkeit, wenn ich die Anzahl der Server im Cluster mit dem Anzahl der Volumes in ein ganzzahliges Verhältnis setze, was entweder 1 zu 1 oder 1 zu 2 ist. Also ich dürfte auch hier Server 2 Volumes anlegen, muss aber gucken, dass ich insgesamt nur 64 Volumes haben kann. Also das muss ein sinnvolles Verhältnis sein. Es wäre aber Best Practice, noch ein zweites anzulegen. Das mache ich jetzt an der Stelle mal gar nicht, weil ich möchte noch mal rüberschauen ins Windows Admin Center, ob das jetzt wenigstens versteht. Und dann sehen wir, ah super, das kann mir zwar diesen neuen Storage-Tier nicht anlegen, das kann mir aber ein existierendes Volume mit Nested Mirror, also geschachtelte Zwei-Wege-Spiegelung, anzeigen, und zwar nicht nur hier, sondern auch in den Details. Wenn ich dort reingehe, sehe ich, okay, Gesamtgröße ist 500 GB, der Platzbedarf ist 2 TB, das heißt, mein sogenannter Footprint ist letztendlich das Vierfache, naja, weil ich eine vierfache Redundanz habe. In einem Dreiknoten sieht das etwas anders aus, weil da haben wir die Drei-Wege-Spiegelung. Da wird die, ja, werden die Storage-Tiers automatisch korrekt angelegt. In einer Vier-Knoten-Konfiguration ist es auch so, dass die Storage-Tiers automatisch angelegt sind und entsprechend nutzbar sind. Aber auch dort, und das werden wir nächste Woche dann sehen, wenn wir dort uns um das Windows Admin Center etwas intensiver kümmern. Auch dort ist es so, dass das Windows Admin Center beim Erstellen von Volumes, beim Arbeiten mit Volumes, letztendlich verschiedene Defaults anbietet, wie die Kapazitäten zu verteilen sind. Das heißt, ich kann dort nicht jede Option wählen, die ich alternativ über die PowerShell habe. Und ich denke, wenn wir da nochmal zurückspringen, das ist jetzt kein Hexenwerk, wenn ihr da wiederum sagt, ja, aber wo kriege ich es denn her? Ich brauche ja irgendwoher die Info. Naja, da verweise ich wieder auf docs.microsoft.com. Da gibt es auch einen Artikel zur Nested Resiliency und da ist genau das beschrieben, was wir gerade gemacht haben. Ich mache einen neuen Storage-Tier als Vorlage, ich mache ein neues Volume und ich kann dann anschließend im Windows Admin Center entsprechend weiterverwalten. Wie gesagt, dazu kommen wir dann im nächsten Termin aus der Reihe. Also letztendlich eine einfache Geschichte. Wir nehmen die validierte Partner-Hardware, dann haben wir keine großen Risiken. Wir können virtuelle Maschinen nehmen, wenn wir das Ganze mal testen wollen. Wir bauen zuerst ein Cluster auf. Wir konfigurieren dort ein File-Share erzeugen. Dann brauchen wir das Enable Cluster S2D, um zu sagen, wir wollen nicht mit traditionellem Storage arbeiten, sondern es wird eine Storage Spaces Direct Konfiguration. Und dann brauchen wir im Zweiknoten, nur im Zweiknoten, die zusätzliche Speicherebene, wenn wir mit der Nested Resiliency arbeiten wollen. Bei 3 und mehr Knoten gibt es die Nested Resiliency nicht. Gut, ich sehe, es sind noch einige Fragen da. Ich kümmere mich gleich drum. Jetzt aber erstmal zurück auf die Präsentation, weil die Stunde ist leider schon wieder am Ende. Wir haben morgen einen Partner-Support. Ich denke, das bietet sich an, weil wir gerade beim Thema sind, dass ich so als Fokusthema nochmal ein bisschen Dinge rund um Storage Spaces Direct herausgreife. Aber wie immer sind alle eure Fragen willkommen. Ich werde von meiner Seite ein paar Dinge zum Thema Storage Spaces Direct vorbereiten. Hyper-V grenzt damit an, gehört dazu. Das werden wir dort alles mit integrieren. Dann am 2. Juni geht es um das Verwalten von Storage Spaces Direct und Azure Stack HCI mit dem Windows Admin Center. Dann nächste Woche haben wir nochmal einen Termin zu Microsoft Teams und ich hatte es vorhin gerade schon gesagt, in dem Stack war noch was von Hybrid. Den Hybrid-Termin haben wir am 4. Juni. Und heute gibt es natürlich wieder Rucksäcke zu gewinnen. Wer
noch keinen hat oder noch mal mitmachen möchte, gerne wie immer ins Gewinnspiel gehen. Und auch heute gibt es wieder nicht eine Antwort, sondern eine Frage, wo ihr die Antwort in den letzten 60 Minuten bekommen habt, nämlich mit welchem PowerShell-Command wird Storage Spaces Direct aktiviert? Genau dieses PowerShell-Command wäre das Gewinnwort oder das Lösungswort. Wer es nicht mehr weiß, kann es entweder nochmal unter docs.microsoft.com nachlesen oder die Aufzeichnung auf YouTube dann so in circa 2 Stunden sich anschauen, wenn der Upload abgeschlossen ist. Ja, und damit sage ich schon mal vielen Dank für die Stunde. Es sind jetzt aber noch ein paar Fragen aufgekommen, wo ich mal reinschaue. Nämlich hier ist die Frage, wo installiere ich die in einer neuen Umgebung des Windows Admin Center am besten, lokal auf einem Host? Also ich würde immer empfehlen, einen Infrastruktur-Host zu haben. Ich brauche ja irgendwo einen Server, wo ich noch meine Empfehlungen umsetze, dass ich einen Domain-Controller habe, der nicht im Cluster mitläuft. Da hatte ich schon mal erklärt, dass es nicht zwingend voraussetzt. Aber ich würde es doch empfehlen, wenn es irgendwie geht. Ich brauche ja auch irgendwo mein Backup. Dafür brauche ich einen Infrastrukturhost für Monitoring und so weiter. Das heißt, wenn ich so eine hochverfügbare Umgebung aufbaue, sollte ich nicht unbedingt an diesem dritten Host sparen. Gut, dann hat das schon jemand beantwortet. Sehr gut. Genau, Backup-Server oder Infrastruktur-Server. Genau, Windows Admin Center braucht nicht viel Leistung, das ist ja vollkommen richtig bemerkt worden. Ich könnte es natürlich auch auf einem Client installieren. Also nehmen wir an, ich habe da jetzt keinen passenden Host zur Hand, lässt sich Windows Admin Center natürlich auch auf dem Client installieren. Auf einem Windows 10 Client allerdings. Gut, damit. Gerne sind noch Fragen, herzlich willkommen. Ich werde dann wie immer jetzt dann gleich die Aufzeichnung anhalten, um dann das Video für YouTube vorzubereiten. Ich sage allen vielen Dank für die Stunde. Ich hoffe, wir sehen uns morgen zum Partner Support um 12 Uhr dann. Bringt gerne wieder eure Fragen mit und allen, die sich jetzt verabschieden, wünsche ich einen schönen restlichen Tag und bis morgen und dann bis nächste Woche, wo es mit dem Thema weitergeht. Tschüss.